Konzept arbeiten. Bei Immobilien heißt es Lage, Lage, Lage. Beim Gründen, finde ich, heißt es Konzept, Konzept, Konzept. Ein wirklich gutes Konzept, das rundum für die Produzenten, für die Natur, für die Kunden etwas bringt, was besser ist als das Bestehende. Also am Konzept arbeiten und dann, um nicht überarbeitet zu sein und alles selber machen zu müssen, gründen mit Komponenten, arbeitsteilig vorgehen, Komponenten holen. Und da kommt es darauf an, dass sie professionell sind, dass sie einem helfen, die Probleme, die man noch gar nicht so überschaut und die man nicht erkennt, rechtzeitig zu erkennen. Professionelle Komponente weiß, welche Schnittstellen sie braucht, welche Verfahren sie braucht. Also man lernt mit professionellen Komponenten. Also Lean Startup, das in der Tat dann später sehr stark aufgegriffen wurde, im Grunde genommen eine Idee, die nahelegt, dass man sich erstmal auf eine Sache beschränkt und nicht zu viel auf einmal anfängt, dass man erstmal testet, ob die Idee wirklich ankommt. Also wenn Sie einen Businessplan schreiben, das ist ja ein Bündel von Annahmen, das wird immer vergessen. Die Annahmen werden nicht dadurch realistischer, dass man sie aufschreibt oder dass man sie in einem tollen Pitch vorträgt, sondern man muss die Annahmen testen, ob sie richtig sind. Und häufig sind sie nicht richtig. Es gibt eine Untersuchung, die sagt, ungefähr 70% aller Annahmen in Businessplänen sind nicht richtig. Wenn ich dann damit gründe und voll ins Risiko gehe, ist es kein Wunder, dass 80% aller Gründungen nach 5 Jahren nicht mehr dabei sind. Also wir gründen an der Stelle auch schlecht. Lean Entrepreneurship heißt testen, testen, testen und das Geschäftsmodell so lange anpassen, verändern, bis es dann funktioniert und dann investieren, dann ins Risiko gehen. Das ist Kopfschlagkapital, das habe ich da versucht auszubreiten. Die Goliaths haben das Problem, da sind ja bis zu 70% der Angestellten in den großen Unternehmen nicht motiviert, bis hin zur inneren Kündigung. Also die großen Unternehmen schleppen erstmal einen Personalballast von unmotivierten Leuten mit sich. Da wundert man sich, dass die überhaupt noch so gut über Wasser sind. Aber man merkt ja jetzt, dass ein Unternehmen nach dem anderen so allmählich in Schlingern gerät. Dagegen geht der Stern der Startups auf, dass man sieht, da sind eine kleine Gruppe von Leuten, die auf ein Thema fokussieren, die nahe an der Wissenschaft aufgestellt sind. Also man muss ein bisschen Ideen, Witz, Originalität, Kreativität, natürlich gut, wenn man nah an der Wissenschaft dran ist. Das sind die Vorteile der Davids. Und dass sie klein und schlank sind und dass sie lernfähiger sind als diese großen Schiffe von Konzernen, dass sie wendiger sind, dass sie am Markt rascher reagieren können. Das sind die Vorteile. Und deswegen glaube ich, und deswegen habe ich das Buch auch geschrieben, David gegen Goliath, wir Kleinen können Ökonomie besser.